Ja, wir haben uns gedacht, dass es mal wieder Zeit ist für eine neue Folge von MPF Test und Zockt. In den ersten zwei Folgen haben wir ja FIFA 13 gegeneinander gespielt und in der dritten Folge haben wir dann Mario Kart auf der Wii gegeneinander gespielt. Und die Folgen könnt ihr euch natürlich auch alle anschauen. Links findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr geht einfach gleich auf die Playlist. Da findet ihr den Link auch in der Videobeschreibung. Und jetzt heute spielen wir Call of Duty Modern Warfare 3, aber nicht gegeneinander, sondern heute mal zusammen. Und zwar Spezialeinheit Überleben auf der Map Resistance. genau, und los geht's. Also ich bin der Spieler oben, Marcel ist der Spieler unten, also da wo Gash 2 steht. So, dann haben wir jetzt hier die erste Welle. Nehme ich schon mal die Waffe von dem. Dann werfe ich jetzt mal hier noch den entgegen. Jetzt wurde ich auch gefordert. So, jetzt haben wir auch schon die erste Welle überstanden. Also unser Rekord ist bisher bis Welle 26. Welche Welle war nochmal unser Rekord? 26. 26. Ich will mich selber heilen. Hab ich schon. Wo muss ich hin? Auf einfach da nach oben. Ich halte euch mal kurz ein paar Karten. Okay.
jetzt ich auch keine Munition mehr. Wir kaufen uns jetzt kurz Munition. Hast du den MP5 genommen? Schon in Welle 6. Dann schieben wir viel besser. Ich habe schon noch drauf. Sind wir bald. So, der eine ist schon mal weg. Und ich bin jetzt auch weg. So, dann hole ich mir jetzt mein Delta-Team und setze es dann ein, kurz bevor die Gegner landen. Kannst du auch schon einsetzen, Druck, oder? Und zwar jetzt. Selbstmordattentäter. Jetzt muss ich mit der Pistole weitermachen, weil mein Sturmgewehr keine Munition mehr hat. Aber ich habe mir ja das Delta-Team gekauft, das mir auch Punkte bringt. Ihr seht, jetzt habe ich eine Abschussserie bekommen. Dann hole ich mir jetzt Munition.
paar Soldaten sind gestorben. Und der nächste. Schon ein Zeitschild kaufen. Dann hole ich mir jetzt das. Soll ich mir mal eine Rakete holen? Holen wir mal schon ein. Aber tut die noch nicht einsetzen, hat er schon auf Schockernaut. Nachher sterben die gleich. Oh, Arsch ist. Und doch jetzt. Schon wieder keine Munition mehr. Ja. Aber die Welle ist ja schon vorüber. Okay, jetzt ist ab Level 9 essig. So, dann kommen wir jetzt schon in Welle 10. Jetzt verstellen wir hier wieder den Eingang. Jetzt auch schon. Ja, dann bleib mir im Haus und werf eine Granate, also halt eine Rakete. Das heißt, ihr müsst jetzt auf den oberen Teil vom Bildschirm gucken, weil das macht mein Kollege. Scheiße. Komm, jawohl. Und schon tot. Kann ich mir auch gleich einen Einsatzschilddruck kaufen. Jetzt auch eine AK-47. Kann ich mir jetzt auch gleich mal nehmen statt der MP5. Ein bisschen Munition. Kann ich ja das alleine dafür zu machen. Kaufe ich mir kurz Munition. Thank you.
so dich befördert. Jetzt habe ich Extrembedingungen freigeschaltet. Jetzt werde ich noch schnell den letzten Teil. Mal gucken, jetzt bin ich Rang 36. Jawohl. Und schon wieder befördert. Sperren wir mal den. Also, zwei Juggernauts, das heißt, ihr müsst wieder oben hingucken. Scheiße. Nein! Scheiße. Ja, der war da. Jetzt müssen wir dir halt. Okay, das war's dann jetzt wohl. Ein Juggernaut haben wir getötet. Und ich verbot. Ich komm. Wo ist der? Lauf schnell! Ich sag, ich verblutet. Nur eine Platzwunde, war. Aber. Wo ist der? Geschafft. Dank unseren Soldaten. Selbstwiederbelebungskit kaufen.
Fall beide drücken. Ich meine nach hier unten. Aber es sind wieder stärkere Soldaten, die geben mir schon $200. So, weiter geht's. Funktioniert das nicht? Komme schon in Welle 18. Jetzt hast du so viel Geld. Kauf dir auch mal eine Rakete. Ja, ihr seht, wir haben so viele Soldaten, da müssen wir nicht mehr viel machen. Ja, die haben die ACR jetzt schon. Müssen wir warten. Kommen jetzt auch bald die drei Juggernauts.
Oh, mit dem hier. Ja. Kann ich noch kurz Patronen aufstocken in der restlichen Zeit? Oder auch nicht. Was habe ich noch? Habe ich es gerade rechtzeitig gemacht, jetzt kommen die 3 Jacker-Notes. Also ab ins Haus. Ich würde mal sagen, kann ich den da oben? Ich hoffe mal, den kann ich. Ja, dann nehme ich den. So, jetzt ist der tot. Jetzt ist nicht schlecht. Ja, ich mach jetzt durch. Gehen wir hier von hier links raus, hier links raus. Warum? Ja, weil da die. Und dann können wir die. Habe ich ja hier Raketenwerfer. Jetzt müssen wir warten, von wo. Ich komme aus dem Haus, glaube ich. Kann das sein? Jawohl. Hat die nicht getroffen? Nein. Jetzt. Der braucht einen. Aber ich muss noch eine Granate drauflegen. Oh, wow, geh lieber weg. Du weißt doch, dass. Wir haben Zeit, du musst nicht immer so aggressiv auf die gehen. Haben wir eigentlich nur noch eins zu töten? Jawohl. Komm, zu mir. Komm zu mir. Ja, ich nehme ihn mir von hinten. Jawohl. Glück habe ich mir noch den Raketenwerfer gekauft. Kaufen wir lieber schnell schon mal Soldaten wieder. Schon mein Geld wieder weg. Warum hast du so viel Geld? So, jetzt sind wir auch schon in Welle 20. Denk mal, dann werden wir es auch nicht mehr so weit schaffen mehr. Komm lieber schnell. Musste nach der Welle auch noch wieder Soldaten kaufen. So, weiter geht's. Granaten gekauft. Ah, wir geben jetzt schon $275, oder? Das ist gerade richtig gesehen, ja. Das liegt auf. Wir haben jetzt auch schon ziemlich viel Panzerung. Das sind also so Halb-Juggernauts. Das ist so eine Art. Aber immer noch der Drecksack. Weil 26, wo wir gestorben sind, kommen dann 3 Juggernauts und noch solche Soldaten, wo gerade sind. Jetzt kaufst du noch schnell Soldaten. Ach, die haben jetzt auch meine Waffe, dann kann ich ja Munition einsammeln. Schon gut. Hast du als zweite Waffe die Pistole sicher? Nein, ich habe sie gewechselt diesmal. Okay. Also ich habe mir auch gerade ein Delta-Team nochmal einen Einsatzschildtrupp gekauft. Die kommen jetzt auch gerade angeliefert. Oh. Jetzt habe ich auch schon Aktivität, Abschusssäge bekommen. Wenn die Soldaten alles machen. Jetzt muss ich mit der 5-7 weiterarbeiten. Also die Soldaten rentieren sich auch vom Geld her. Seht ihr, ich habe jetzt auch schon Aktivität 2. Ich habe $1000 nochmal bekommen. Und geschafft. Dann holen wir uns kurz Patronen. Genau. Müssen wir aufpassen. Also wir werden das Video natürlich an einem Stück hochladen. Egal wie weit wir jetzt kommen. Rein.
Und jetzt genau versperren die hier wieder den Eingang. Ja, du musst einfach. Den soll schon auf dem Delta-Team. Das sind jetzt hier so viele davon. Ja, drin. Ich wollte ja eins, aber du sagst schon mal nein. Ja, jetzt kann ich dir halt nicht helfen. Ja, geh doch hinten rum. Ja, weißt du, wie viele da sind? Voltage 1. Bin ich auch. Ja, wie ihr seht, das war's dann jetzt auch schon von der Geschichte. Wir haben bis zur Angriffswelle 23 geschafft. Unser Rekord war ja, wie gesagt, 26. Und das war's jetzt von der vierten Ausgabe von MPAP Tester Zockt. Wie gesagt, schaut euch die anderen Folgen an, zweimal FIFA 13, einmal Mario Kart Wii. Geht auf die Playlists oder auf die einzelnen Folgen und ihr könnt euch auch ein Spiel für die nächste Folge wünschen. Allerdings machen wir die Folgen ja nicht so oft, keine Ahnung, einmal in 3 Monaten vielleicht oder so, außer ihr wollt es halt öfters haben. Und ja, dann tschüss.